Die Basis und Boris Reitschuster. Boris Reitschuster interviewt mit sehr harten Nachfragen David Sieber von Die Basis und zeigt damit auf, besonders aber auch die Kommentare im Internet, die ich gleich verlesen werde, einen Kommentar für die vielen zig Kommentare, die in die gleiche Richtung gehen. Die Basis würde mein Leben weiter auch kaputt regieren, weil sie riesige Fehler macht. Und wir werden jetzt immer vergleichen zwischen die Basis und die Kompetente, die ja jetzt als Partei existiert und Mehrfachmitgliedschaften erlaubt und keinen Mitgliedsbeitrag erhebt. Also jeder kann sofort von der Basis auch Mitglied werden bei der Partei des Gemeinwohls. Und zwar, mir fallen spontan so ein, dass David Sieber etwas davon geredet hätte, INSA hätte sozusagen 8% ermittelt für die Basis. Das lässt sich natürlich, das haben viele natürlich auch gleich aufgezeigt, dass das alles dieses fromme Wunschdenken ist. Das hatten wir auch schon gehabt, dass der Bundesvorsitzende Baum für Baden-Württemberg 15% prognostiziert hatte und 1% bekommen hatte. Und genauso wird es auch mit der Basis sein. Das ist eine Fantasienummer, denn solche Institute wie INSA, die geben ungefähr 8% Sonstige an. Das würde ja dann bedeuten, dass die Sonstigen, dass die Freien Wähler 0% hätten und alle anderen Parteien 0% hätten und die Basis dann die gesamten 8% und so weiter. Also das sind alles Fantastereien. Ich weiß nicht, wie man so einen totalen Realitätsverlust haben kann, denn ich hatte ja mit David Sieber mal 2 Stunden ein sehr gutes Telefongespräch. Aber es ist traurig, diese Partei ist wirklich völlig verwirrt. Was macht sie alles verkehrt? Eigentlich alles. Das Erste ist einmal schon, dass sie nicht sozusagen sagt, bei der Kompetenten, ich zeige das gleich mal, da gibt es die direkte Einladung hier, ach so, übrigens, wenn Sie es googeln, die Kompetente, wenn man hier googelt, also nach PDG, Partei des Gemeinwohls, mittlerweile erkennt das Google und findet sofort hier ein Video zur Parteigründung und die Partei des Gemeinwohls kann man dir direkt anklicken. Also das funktioniert jetzt wunderbar. Also das ist intakt. So. Und dann hier wird dann also direkt eingeladen dazu, gerade eben mit sachlichen Argumenten anderer Meinung als hier zu sein. Und das ist der Grundfehler der Basis. Es hat nichts mit Basisdemokratie zu tun, wenn man nicht die besten Experten der Welt entweder live oder mit deren Argumenten anhört. Und es hat auch nichts mit Basisdemokratie zu tun, wenn man letztendlich die Parteimitglieder, die ja immer eine nicht repräsentative Wählerstichprobe sind, konsensieren lässt, sondern im Idealfall hat die Basis, also echte Basisdemokratie, hat zur Voraussetzung, dass man die Wähler konsensieren lässt. Und jetzt hat ja David Sieber richtig gesagt, dass er INSA, also eines dieser Wahlforschungsinstitute, dass sie die selber beauftragt haben. Also ich zeige jetzt mal zu diesem Denkfehler, aber als erstes hier unten rechts, da ist so ein rundliches Ding, draufklicken, die Geschwindigkeit auf 2 oder 1,5 stellen. Schneller hören macht Freude, weil ich jetzt noch viel langsamer reden werde. Basisdemokratie bedeutet doch, dass die Wählerinnen das Sagen bekommen,
Stellen wir uns vor, eine Partei würde unterwandert werden von lauter Rechtsradikalen und ich lasse die Parteibasis konsensieren. Was bringt mir das außer ein rechtsradikales Parteiprogramm? Das bringt gar nichts. Also, Basisdemokratie beginnt daran, wenn ich die Wähler zu Wort kommen lasse. Und jetzt hat David Sieber gesagt, der durchschnittliche Monatsbeitrag läge bei 18 Euro bei der Basis. Das bedeutet, dass sie monatlich bei über 30.000 Mitgliedern ungefähr 600.000, und dann sprach er von zwei Großspenden, also die Basis hat also quasi monatlich, müsste sie ja dann 30 mal 2 wären 60.000 mal 20 wären 600.000, sagen wir mal 650.000 hat die Basis im Monat zur Verfügung, um wirkliche Wahlforschungsinstitute wie INSA, Allensbach habe ich gehört, sei das präziseste, zu beauftragen, repräsentative Wählerinnen-Stichproben zusammenstellen zu lassen und sie dann zum Beispiel Talkshows hören zu lassen, die wo eben sachliche Argumente der weltbesten Experten zu einem bestimmten Thema gehört werden oder als Referat berichtet werden oder im Sinne eines Stuhlwechsels dargestellt werden sozusagen und deren Argumente wiedergegeben werden und erst nach dem Hören aller Argumente sollten dann die Wählerinnen konsensieren, aber nicht die Parteibasis. Und jetzt eine Partei, die so viel Geld hat, könnte jetzt wirklich mit repräsentativen Wählerstichproben arbeiten und tut es offensichtlich nicht. Stattdessen missversteht sie die Leute, die zufällig Parteimitglied geworden sind, quasi verwechselt diese mit einer repräsentativen Wählerstichprobe. Und dann kommen eben so verwirrte Ergebnisse heraus. Ja, und das macht eben hier diese Partei völlig anders. Ja, also hier nach dem ersten Beispiel der Gesundheitsreform. Bitte melden Sie sich, falls Sie mitmachen wollen und so weiter. An mehrfachen Stellen steht immer wieder hier, melden Sie sich, widersprechen Sie den Argumenten, dem Wahlprogramm mit ihren Argumenten und darüber werden sofort Talkshows gemacht und so weiter. Das ist echte basisdemokratische Orientierung. Ja? Dann auf der anderen Seite ist es natürlich eine gewagte Annahme, dass die Wähler auf der anderen Seite wirklich ein Interesse daran hätten, das Regieren wieder in die eigene Hand zu nehmen, das heißt, 3 Stunden am Tag vielleicht den Zusatzjob zu bekommen, das Land regieren zu wollen in irgendwelchen Bürgerparlamenten und so weiter. Das sind Vorstellungen, wo, glaube ich, die Masse der Wähler nicht mitgeht. Die Wählerinnen wollen, dass es sozusagen ein Ende dass Einfluss von Lobbyismus und Wirtschaft auf die Politik nicht mehr geduldet wird. Aber das geht eben auch hier so, wie die Partei des Gemeinwohls, die PDG das macht, nämlich mit Vorschlägen zum Beispiel zur Diskussion stellt mit der Wohlfühlstimme, also mit einem basisdemokratischen Dauervolksentscheid. Der kostet nur ganz wenig Zeit und mit ganz wenig Zeitaufwand werden Politiker, Wirtschaft und alle Teile der Gesellschaft gelenkt, mir zu dienen. Sie werden zu meinen Dienstmägden. Entweder sie dienen mir oder sie gehen pleite, weil es Verdienstzuschüsse nur noch gibt, wenn sie mir dienen und den anderen Menschen im Lande dienen, den Wählerinnen dienen und so weiter. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an.
Da ist die Basis in allem, ist die wie so ein Wackelpudding. Und jetzt lesen wir uns mal durch, was hier ist. Da schreibt einer: Ich war gestern mal bei einer Wahlkampfveranstaltung und Bürgerfragestunde der Partei Die Basis. Ich blende das jetzt nur nicht ein, weil ich nicht weiß, ob man die Rechte hat, das aus YouTube sozusagen einblenden zu dürfen. Ich war gestern mal bei einer Wahlkampfveranstaltung und Bürgerfragestunde der Partei Die Basis. Das sind absolute Sozialisten. Um es kurz zu fassen, sie wollen eine Vermögenssteuer. Also es kommt jetzt die Liste, aber gehen wir erstmal auf die Bemerkung, das sind absolute Sozialisten. Also die Partei des Gemeinwohls nennt das ja richtiger hier Pseudokommunisten, ja? Also das ist, was die Basis bietet. Sie bietet einen Mix, einen völlig verwirrten, geistig verwirrten Mix. Einerseits sagt sie manchmal, dass sie für die soziale Marktwirtschaft sein und damit für die Zerstörung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Bevölkerung sind, also mein Leben weiter zerstören wollen mit diesem Horrorsystem soziale Marktwirtschaft, das als Symptom ja den Corona- und Schweinegrippe- und Vogelgrippe-Skandal hervorgebracht hat. Also die Basis ist eigentlich eine ganz oberflächlich, obwohl doch so viele Heiler dabei sein sollen, eine ganz oberflächlich so, symptomorientierte Partei. Sie sagt, da ist ein Symptom, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Corona-Skandal. Und aber gegen dieses Symptom machen wir nichts Richtiges und wir gehen nicht richtig an die Ursachentherapie heran, sondern lassen die soziale Marktwirtschaft bestehen in Teilen und damit auch die Ursache und den Treiber solcher Skandale. Und auf der anderen Seite lässt man sozusagen, hat man lauter pseudokommunistische, also das, was der mit Sozialismus meint, das würden wir bezeichnen als pseudokommunistische DDR-ähnliche Gedankenwelten, die auch dann in der sozialen Dreigliederung, haben wir auch diesen merkwürdigen Mix aus Rudolf Steiner, soll ja ein knallharter Pseudosozialist gewesen sein, ja, so ein Mix aus pseudokommunistischen politischen Konzepten, gekoppelt mit Kapitalismus und Marktwirtschaftskonzepten und damit mit dem, was mein Wohlfühlen, meine Gesundheit und meine Langlebigkeit weiter zerstören würde und damit was Wohlstand zerstört. Gehen wir mal drauf ein. Also hier, um es kurz zu fassen, schreibt dieser Mensch, Sie wollen eine Vermögenssteuer. Also erster Punkt. Vermögenssteuer ist natürlich im Moment, dass die Gemeinwohlwirtschaft löst das halt viel besser. Es ist doch völlig egal. Vermögenssteuer kann im schlimmsten Falle dazu führen, ja, dass also hier Folgendes passiert. Vermögenssteuer. Das sind alles diese pseudokommunistischen Gedankenwelten. Ja, hier haben wir Europa, Nordeuropa. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt hier Deutschland, ja, oder hier, sagen wir, ja, Deutschland hier. Ja, und hier erhöhen wir machen wir eine Vermögenssteuer. Dann werden noch mehr der Leistungsträger, der Arbeitsplätze schaffer, wird der Strom. Wir bluten sowieso schon aus, weil wir angeblich 50.000 Menschen rein netto von den fähigsten der Deutschen, den Deutschen mit größter Intelligenz und Fähigkeit und so weiter, jedes Jahr verlieren rein netto. Und dann würden wir halt statt 50.000 100.000 jedes Jahr verlieren. Das heißt, also Deutschland würde immer dümmer werden. Also die wandern ab durch die Vermögenssteuer und
Deutsch die Wanderdüne der Normalverteilung wandert in Richtung immer noch kleineres Gehirn in Deutschland und Deutschland ist dann irgendwann wirtschaftlich total ruiniert. Ne? Und deswegen ist man, wenn man, also man muss das lösen, das Problem über Gemeinwohlwirtschaft, das heißt also, man muss hier in diesem Bereich diskutieren, kritisch natürlich, die weltberühmte Gemeinwohlökonomie von Christian Felber muss man kritisch beleuchten, weil er auch ein paar pseudokommunistische Gedanken im Kopf hat, die zwar nicht direkt in der Gemeinwohlökonomie sich niederschlagen, aber die zeigen, dass man da schon aufpassen muss. Vorsicht, das ist auch noch, hat Sympathien zu diesem pseudokommunistischen Feld, ja. Ja, also der hat auch so indirekt sowas wie eine Vermögenssteuer zum Beispiel, wieder die Einkommen, Monatseinkommen auf circa 30.000 Euro begrenzen, als der Felber will das oder träumt wahrscheinlich von sowas und behauptet, die Bürger wollten sowas, ja, aber eben ohne, dass sie die Argumente gehört haben, dass sie ja dann alle Leute, die Arbeitsplätze schaffen und vielleicht gewohnt sind, 50.000 im Euro Monat im Euro im Monat zu verdienen, dass sie die dann raustreiben aus dem Lande. Schluckwasser. Und schneller drehen. Ja, und also seriöse, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften führt eben dazu, dass wir ein Wirtschaftswunder kriegen, dass alle arbeitenden Menschen 700 Euro im Monat im Geldbeutel behalten werden. Und der Grundgedanke der Gemeinwohlwirtschaft ist ja, dass zum Beispiel im Gesundheitswesen die Leute belohnt werden, wenn sie dafür sorgen, dass das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Kunden immer besser wird. Das heißt also dann, wenn ein Arzt, eine Praxis, ein Praxisteam mit seinem kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot, Ernährungskurse bis Tanzkurse, was auch immer, Sport, Fitnessstudio, alles kostenlos, mir hilft, dass ich nie krank werde, dann bekommt er am meisten sozusagen Geld und ansonsten geht er pleite, ja. Und das ist Gemeinwohlwirtschaft. Das heißt, hier wird ganz klar hingelenkt zum Gutes tun. Hier unter solchen Rahmenbedingungen kann es solche Skandale wie Vogelgrippe, Schweinegrippe und Corona nicht geben. Das heißt, diese Partei spricht gar nicht über Corona, sondern löst das Problem einfach an der Ursache. Sie reißt solche Probleme an der Wurzel aus, mit der Ursache aus, und die Basis macht nichts, sondern ändert an den Ursachen eigentlich nichts Wirkliches. Denn diese pseudokommunistischen Gesundheitsreformvorstellungen, die die Basis bis jetzt immer mal wieder formuliert hat, die lösen das Problem nicht wirklich an der Ursache. Da? Das heißt also, unter ein verstaatlichtes Gesundheitswesen in öffentlicher oder kommunaler Hand bedeutet nicht, dass die Ärzteschaft sofort ihre Irrtümer, ihre vorteilbringenden Irrtümer zum Thema Impfung korrigieren muss und wird, während sie unter den Bedingungen von Gemeinwohlwirtschaft sofort und absolut sofort ihre Irrtümer wird korrigieren müssen oder sie wird pleite gehen. Und deswegen kommt es zum Aussterben dieser Irrtümer bezüglich Impfungen und so weiter, all dieser Dinge, kommt es nur durch Gemeinwohlwirtschaft, aber nicht durch pseudokommunistische, kommunale Gesundheitsmodelle oder Budgetierungsmodelle, die nicht ausgereift sind, nicht durchdacht sind, nicht zu Ende gedacht sind. Ich habe es ja gesagt, dass Budgetierungsmodelle, da muss man sehr vorsichtig sein, dass man die auch richtig gestaltet, sonst gehen die nach hinten los. Ne? Also, eine Vermögenssteuer ist
Da hat also diese Person recht, ist eine pseudokommunistische Quatschidee, die den Wohlstand des Landes zerstören wird, eventuell uns alle arbeitslos machen kann. Ne? Ein Mindestlohn 12 Euro bis 2020 würde die Basis fordern. Das ist auch eines dieser Phantastereikonzepte. Es ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, im Dönerladen arbeitet jemand, der arbeiten drei Leute und die kriegen pro Stunde haben die Einnahmen von 30 Euro, aber wenn jedem 12 Euro allein schon bezahlt, der Chef bezahlen muss und dann auch noch das Gemüse und so weiter und das Fleisch bezahlen muss, dann hat er also jede Stunde macht er schon vom Gehalt her, er nimmt 30 Euro ein und die Mitarbeiter kosten schon 36 Euro pro Stunde, wenn man den also ernst nimmt. Also Mindestlohn ist nur so lange unschädlich, wie er unterlaufen wird, wie die Leute in Wirklichkeit 3 Stunden arbeiten, aber nur 1 Stunde bezahlt kriegen. Oder indem der Mindestlohn so niedrig ist, dass er marktgerecht ist, dann ist es sowieso kein Problem, ja. Dann ist es sowieso nur eine Fassade, nur eine optische Blende. Blenderei, aber wenn sozusagen wirklich der Mindestlohn höher ist als der Marktpreis und er konsequent durchgesetzt würde, was zum Beispiel die Linken ja machen wollen, das ganz brutal durchziehen, dann führt das dazu, dann haben wir also diesen Kebabladen mit dem mit 30 Euro die Stunde Einnahmen, 36 Euro Stunde Gehalt, vielleicht noch 4, 5 oder 10 Euro für Miete und für Gemüse und Fleisch und so weiter. Und dann macht er jede Stunde 16 Euro Verlust. Das heißt, er macht innerhalb kürzester Zeit geht er pleite und alle Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit und werden Langzeitarbeitslose, weil auch niemand wieder solche Geschäftsmodelle aufmachen kann. Das heißt also, das ist ein vorteilbringender Irrtum der Sozialspaten. Noch einmal zur Erinnerung, Sozialspaten, also wir haben das Phänomen, dass hier die Sozialspaten sind ja die gefährlichsten aller Sparten, deswegen immer zuerst genannt. Die brauchen quasi viele Sozialfälle, damit sie selbst Karriere machen können, Arbeitsamtmitarbeiter, Sozialspartler und so weiter. Das heißt, bei denen haben sich vorteilbringende Irrtümer evoluiert, die so beinhalten, Mindestlohn ist eine ganz tolle soziale Politik, also riesiger Irrtum, dabei ist das die antisozialste Politik, die es gibt. Diese Politik des Mindestlohns führt zu Langzeitarbeitslosen, Massenarbeitslosen und das führt dann dazu, dass das ganze Land ärmer wird und so weiter und die Menschen verwahrlosen und dann haben die Sozialspartler Arbeit und können Karriere machen, weil die Armee der Langzeitarbeitslosen und der Sozialfälle immer größer wird. Ja, und deswegen ist dieser Mindestlohn eine Wahnvorstellung, also ein vorteilbringender Irrtum, der eben von den Sozialspartlern in die Gesellschaft hineingebracht wurde. Und dabei ist das eine antisoziale, antilinke Politik. Aber genau solche Fantastereien würden mein Leben, Deutschland generell zerstören. Dann steht da noch Mietendeckel. Also die Basis wäre für einen Mietendeckel. Das ist so ähnlich, ja, anstatt dass die Vermieter, dass die Verdienstzuschüsse der Vermieter, so wie bei der Gemeinwohlwirtschaft, gekoppelt werden. Also hier hätten wir jetzt die Sparte, was weiß ich, die Sparte der Vermieter allgemein. Das sind alle Formen, die Wohnraum zur Verfügung stellen und anderen überlassen, sozusagen. Und jetzt, dann haben wir, die müssen gemeinwohlorientiert im Sinne der Partei des Gemeinwohls, der PDG, also quasi belohnt werden, je wohler, also je besser Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit,
der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, also auch der Mieter, die Kunden sind ja die Mieter, sich entwickeln, desto mehr Verdienstzuschüsse gibt. Dadurch wird das Bauen zu einem gesundheitsförderlichen Biobauen, zu einem gesundheitsförderlichen, lebensqualitätfördernden Baustruktur, vielleicht sogar zu einer Gemeinschaftsleben fördernden Baustruktur, weil der die quasi die Vermieter quasi hingelenkt werden, sich den ganzen Tag Gedanken zu machen, wie kann ich meine Wohnungen so gestalten, dass sie Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner fördern. Und dann hat der Bundesvorsitzende der Partei des Gemeinwohls auch noch die Idee reingebracht, dass man überall mit winzigsten Räumlichkeiten und Häuschen arbeiten könnte, so dass man sozusagen, es gibt in Japan, in China, gibt es diese winzigsten Wohneinheiten, so Wabenmodelle, es gibt das Tiny House Konzept oder so. Also damit könnte man sofort das von der Partei des Gemeinwohls genannte Recht auf sofortiges Recht auf Wohnung, also innerhalb, was weiß ich, von 8 Stunden muss der Staat einem eine Wohnung geben, ein Hotelzimmer oder ein Tiny House Räumchen oder eine solche Wabenzimmerchen. Also auf jeden Fall muss er einem Wohnung garantieren. Das ist ja bei der Partei des Gemeinwohls vorgesehen. Das sind sinnvolle Lösungen. Damit kriegen wir sofort Wohnen für alle, wenn auch mit wenig Platz, denn wir können uns ja in den Großstädten nicht plötzlich riesigen Platz vorstellen, so dass wir jedem eine 100 Quadratmeter Wohnung geben können. Das geht ja nicht so einfach, ne? Mit solchen winzig Wohnungen geht das und das könnte man sofort realisieren, ja? Aber eben ein Mietendeckel, der führt doch nur dazu, das ist eine Pseudo kommunistische Idee, die dazu führt, dass wie in der DDR und Sowjetunion die Bausubstanz innerhalb kürzester Zeit verfallen würde und kaputt gehen würde. Kurze Pause. Ja, Mietendeckel ist also tatsächlich aus dem Gruselkabinett der Pseudosozialisten, müsste man eigentlich wieder genau überlegen, welche Sparte verbreitet solche Ideen. Ja, denn auf jeden Fall ist es aus dem Gruselkabinett der Pseudosozialisten, ja. Also, oder ich bin ja blöd, ich kann ja hier das direkt anzeigen. Ich kann es ja hier direkt, ich gehe lieber zurück auf die Partei des Gemeinwohlseite, da haben wir es sogar so noch besser, auch wenn es ein bisschen schwerer lesbar ist. Ja, also das stammt aus diesem Grubel, diesem wohlstandszerstörenden Gruselkabinett, denn dann das bedeutet, dass bei einem Mietendeckel würde kein Vermieter mehr auch nur einen Cent in die Erhaltung der Wohnung investieren können, weil er ja quasi unter Marktpreise für seine Wohnung bekommt und dadurch eigentlich jegliches Reparieren der Wohnung unterlassen wird und dann verfällt die Bausubstanz wie in der DDR. Nach ein paar Jahrzehnten ist dann irgendwann die gesamte Bausubstanz kaputt und das Land ist völlig verelendet. Und manche Leute sagen ja auch, dass der Zerfall der Bausubstanz, der eigentlich der Grund war, warum die DDR-Machthaber aufgegeben haben und eben nicht auf die Leute haben schießen lassen und so weiter, ja. Ja, und dann höhere Kerosinsteuer, na gut, darüber kann man natürlich reden, aber nächster Punkt hier, Auflösung des Kapitalismus, also des freien Marktes, also letztens habe ich gehört, dass sie sich für die soziale Marktwirtschaft ausgesprochen haben. Also das heißt, das ist dieser Wirrwarr bei der Basis, völliges Chaos. Ja, noch einmal ganz klar, die Partei des Gemeinwohls erteilt eine ganz knallharte und ganz klare Absage.
Soziale Marktwirtschaft zerstört Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit. Und pseudokommunistische Gedankenwelten zerstören Wohlstand. Nur Gesellschaft und Gemeinwohlwirtschaft bedeuten am Ende viel mehr Wohlstand und viel mehr Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit. Ja, und das und jetzt hier, ja, bei der Basis gibt es auch diese pseudokommunistischen Fantastereien, die sozusagen auch wieder irgendwo den freien Markt abschaffen wollen. Wobei freier Markt generell schädlich ist. Also Gemeinwohlwirtschaft bedeutet Marktelemente, aber gezielt menschenfreundlich eingesetzt. Das ist also ein gewaltigster Unterschied. Ja? Dann was steht hier noch? Abschaffung des Verbrenners und Förderung von Wasserstoffautos. Ja, also gut, da merkt man, dass dieser Autor natürlich irgendwie wahrscheinlich ein AfD-Wähler ist, da. So, bedingungsloses Grundeinkommen, damit ist ja ein bedingungsloses Grundeinkommen gemeint, das wahrscheinlich eine sehr große Höhe hat, ja, und ein bedingungsloses Grundeinkommen großer Höhe setzt wahrscheinlich, würde einen ganz gewaltigen Fehlanreiz setzen und verstärken, so dass wir wahrscheinlich dann Massen an Kindern hier bekommen werden, weil sozusagen die ganzen Arbeitsunfähigen und ja Ungebildeten und Unqualifizierten, die also normalerweise unter Naturbedingungen schleunigst aussterben, dass die dann eben nicht aussterben, sondern mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen viele Kinder bekommen werden. Man hat ja sonst keine Freizeitbeschäftigung sozusagen. Und dann das ganze Land immer noch unfähiger wird und wirtschaftlich ruiniert wird. Also man muss halt auch darüber nachdenken. Also bei der Partei des Gemeinwohls wird diskutiert über ein kleines, winziges Grundeinkommen, das wirklich alles zum Leben liefert, aber nicht diese Verwöhnung eines großen Grundeinkommens darstellt. Im Weltrat, bei den Next Scientists for Future, haben wir ja sogar einen Professor, der ganz vehement plädiert für 1250 Euro Grundeinkommen. Also da, das ist eine muntere Diskussion, aber man muss also wirklich gucken, ob nicht das bedingungslose Grundeinkommen nicht auch helfen könnte, das ganze Land zu zerstören. Na, muss man prüfen. Wir sind ja, also ich selbst persönlich wäre interessiert an einem Experiment in einer Region, wo das Grundeinkommen bis zum Tode durchgeführt wird und dann wird man sehen, ob die ganze Region wirtschaftlich kaputt geht oder ob sie aufblüht. Denn die Grundeinkommensbefürworter versprechen ja, dass es aufblühen würde, das Land. Die Kritiker sagen, dass es zerstört würde, die Region, ne? Erneuerbare Energiengesetz wollen sie weiter ausbauen. Wollen die Klimaneutralität bis 2030? Ja, da ist wieder, das sind jetzt wieder Wahnvorstellungen, die von den NGOs, die zweitgefährlichsten Sparten der Welt sind ja die NGOs, weil die versuchen Spenden zu sammeln und dramatisieren dann Weltzustände dafür, aber es geht ihnen nie um die Lösung des Problems, sondern sie verhindern regelrecht die Lösung der Probleme, weil es ihnen ja nur um das Spendensammeln geht und dafür muss das Problem erhalten werden, denn das Problem ist das Kapital einer NGO und der Geschäftsführer, die sich gerne auf Kosten, also auch durch die Spenden persönlich ein Einkommen verschaffen wollen. Ja? Also insofern ist die Erhaltung eines Problems ist für NGOs ja das Kapital, von dem sie leben. Ja? Und die Klimaneutralität in Deutschland bis 2030 ist als Alleingang geplant, völliger Unsinn. Die Partei des Gemeinwohls macht das quasi so, dass sie, ich deut's nur ganz kurz an, die macht das richtig, so dass es schnellstmöglich zu einer weltweiten gemeinsamen Veränderung
des CO2-Ausstoßes kommt, zu einem Runtergang, weil nur das Sinn macht. Und wenn man solch einen Plan nicht hat, bedeutet das wiederum, dass man wieder, ja, ich gehe wieder auf die Parteiseite, dass man wieder Wohlstand zerstört, denn reduziert das Weltklima durch Deutschland mit vielen Milliarden Geldern, reduziert man das Weltklima um 0,025 Grad und dafür erhöht der Rest der Welt das Weltklima in der gleichen Zeit dann um 0,2 Grad oder ja oder also um das Zehnfache. Das Ergebnis für die Welt ist also null, aber Deutschland geht pleite und die anderen Länder ziehen an Deutschland wirtschaftlich vorbei. Das ist also Wohlstandszerstörung. Ja, all diese primitiven Konzepte, die bis jetzt da diskutiert werden, also nur die Partei des Gemeinwohls könnte das mit dem Klima richtig lösen, aber das wollen ja die NGOs offensichtlich nicht, denn dann würden sie ja ihre Geschäftsgrundlage fürs Spendensammeln verlieren, wenn das Klimaproblem kompetent angegangen und gelöst würde. Und der Professor Sinn hat ja angedeutet, dass die Wirkung von Fridays for Future und Scientists for Future auf die Welt im Moment objektiv, wenn man also neutral die CO2-Veränderungen unabhängig vom Corona-Effekt messen könnte, dann hätten wir es mit einer Zunahme des CO2-Ausstoßes zu tun, weil nämlich Fridays for Future und Scientists for Future den fossilen Konzernen panische Angst machen, dass es irgendwann ein Verbot ihres Geschäftsmodells geben könnte und deswegen fördern die möglicherweise im Moment wie verrückt und verbrennen auch wie verrückt und so weiter, weil sonst ja irgendwann sie auf wertlosen fossilen Stoffen sitzen bleiben könnten. Und deswegen, also Klimaneutralität bis 2030 nur in Deutschland ist natürlich ein reines Wohlstandsvernichtungsprogramm. Ne? Eine Digitalsteuer, na gut. Und dann schreibt er noch, also das war eine absolut gruselige Veranstaltung von echt knallharten Sozialisten, also Pseudokommunisten. Nur denken die nicht mal, dass sie welche sind. Außer bisschen berechtigter C-Kritik war das, also Corona-Kritik, war das eine absolute Nullnummer, eigentlich kein Unterschied zu Grünen, SPD oder Linke. Lest es selbst auf der Webseite von denen nach oder guckt, was sie beim Wahl-O-Mat geantwortet haben. Ja, und da so diese Art Kommentare gibt es da wohl ganz viele bei der Sendung von Boris Reitschuster mit David Claudio Sieber, also die Basis präsentiert sich so, dass sie sozusagen ganz knallhart sagt, sie will mein Leben und ihr Leben, liebe Wählerinnen, auch genauso knallhart zerstören, wie das nun mal pseudokommunistische Denker, Sozialspartler, NGOs und Marktradikale machen. Also die Basis ist ja völlig schizophren mit dem, dass sie immer wieder auch, ja wie gesagt, ich habe das gehört, sie hat gesagt, wir bekennen uns zur sozialen Marktwirtschaft, so ähnlich war die Formulierung, ja, und dann überall diese pseudokommunistischen Gedankenwelten und so, der Bundesvorsitzende Baum hat sich zur sozialen Dreigliederung bekannt, eines knallharten Pseudokommunisten und Sozialisten Rudolf Steiner. Ja, also das heißt, das ist, ja, es ist so traurig. 31.000 Mitglieder und jetzt kann man sagen, ja, die 31.000 Mitglieder sind ja genau deswegen Mitglied geworden, weil sie eben überhaupt nichts von Politik verstehen und deswegen nur eine schlechte Partei kann so viel Mitglieder in so kurzer Zeit kriegen, weil für eine gute Sache wird es nicht so schnell einen Zulauf geben. Ja, es trudeln ja jetzt erst allmählich die Mitglieder bei der Partei des Gemeinwohls ein. Also das heißt, also da ist
Ja, also das ist einfach so eine gute Partei. Ja, eine gute Partei kriegt so schnell nicht Mitglieder. So schnell kommen nur viele Mitglieder zustande, wenn sozusagen alle, die eigentlich keine Ahnung von Politik haben, einfach mal eben jetzt sagen, jetzt will ich mal irgendwie was zu sagen haben. Jetzt werde ich da mal Mitglied. Und ja, also, und schaut euch die Sendung an mit Reitschuster. Das Ganze ist halt alles ein Trauerspiel der mangelnden Kompetenz. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum diese Partei nicht nur Partei des Gemeinwohls heißt, sondern auch die kompetente, manchmal auch geschrieben hier in Anführungszeichen, wo ist es? Ja, dann hier auch als die kompetente in Anführungszeichen, ja. Weil die Basis sich quasi für gnadenlos für Inkompetenz entschieden hat. Sie hat sich gegen echte Basisdemokratie entschieden, indem sie die Parteimitglieder konsensieren lässt, anstatt repräsentative Wählerstichproben sich zu leisten, was sie bei diesen riesigen Geldmengen, die sie zur Verfügung hat, problemlos leisten könnten. Und dann könnte sie wirklich sich anhand repräsentativer Wählerstichproben entlanghangeln. Und wie gesagt, der letzte große Fehler ist ja, dass sie genau genommen die Basis überhaupt keine Gegenargumente zulässt von außen, also dass sie quasi sagt, nur wer Parteimitglied ist, und dann habe ich auch noch mitgekriegt, dass auch die Parteimitglieder nichts zu sagen haben, dass deren Argumente auch nicht gehört werden. Also das ist also, es verstößt gegen alle Prinzipien einer guten Partei. Es ist traurig, ne? Ich werde sie trotzdem noch wählen, weil die anderen Parteien alle noch gruseliger sind. Aber ja, lest euch mal die Kommentare zu dieser Boris Reitschuster-Sendung. Das sind, glaube ich, 800 Kommentare ungefähr. Dann seht ihr, dass es da auch viel berechtigte Kritik gibt. Ja, also, tschüssi, bis bald. Sofort eintreten in die Partei des Gemeinwohls, weil 100 Leute braucht man und das kostet keinen Beitrag, also nichts, denn kein Beitrag, auch wenn das den Nachteil dann hat, dass man dann am Ende keine repräsentativen Wählerstichproben bezahlen kann. Aber ja, vielleicht wird es ja dann einzelne Spenden an die Partei geben, um diese repräsentativen Wählerstichproben zweckgebunden bezahlen zu können. Aber auf jeden Fall, die Partei des Gemeinwohls ist quasi die, ja, ich würde sagen, die 100-mal bessere, die Basis. Na, tschüssi, bis bald.